Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zur Replay-Ausgabe in dieser Woche. In der ersten Runde sehen wir ein P43 Ter. Wir machen kurz Pause, wir gucken, was er eingebaut hat. Lüftung, Ansetzer, Optik. Das Ganze gespielt von Otis in dieser Top-Tier-Runde gegen Fünfer auf Geisterstadt in einem Angriffsgefecht. Wir haben hier also einen Tier 7 Medium, der Italiener, der am Anfang erstmal, jetzt geht's los, eine kleine Pause macht. Wir haben hier eine, das müsste eine 90mm Kanone sein, mit 165 Pen auf AP, 195 auf APCR. Das ist okay, wir wissen ja, 7er Mates haben des Öfteren mal nicht die allerbesten Pen-Werte. 240 der Alpha. Hallo Radpanzer, einziehen. Wow. Ja, und das wollte ich gerade sagen. 240 Alpha, aber 0,40 nur die Genauigkeit. Das ist nicht wirklich geil. Dazu noch eine Einzielzeit von 2,4 Sekunden. Das ist noch viel weniger geil. Also das Gunhandling, ja, das ist okay. Das mehr aber auch nicht. Das ist aber bei dem 6er auch schon so und beim 7er halt auch. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Der Alpha ist dafür ganz in Ordnung. Wobei der Alpha eher auf dem 6er ganz in Ordnung ist. Auf dem 7er ist er jetzt nicht unbedingt was Besonderes mehr. So, jetzt nochmal auf den Radpanzer. Jawohl. Zum Glück nicht die Räder getroffen. Jetzt nochmal geschniepert. Sehr schön. Wir haben eine Nachladezeit von 7,5 Sekunden. Das stimmt nicht ganz. Wir haben 8 Sekunden. Das war die Rate of Fire, die ich hier gerade vorgelesen habe. Hallo Radpanzer. Tschüss, Radpanzer. Nein. Da taumelt das Rad und die Räder durch die Gegend. Ich glaube, er geht einfach all in und jetzt ist er all out. Otis war offen, aber anscheinend steht nirgendwo jemand, der da auf ihn Schaden machen kann. Von daher alles gut und eine Artillerie ist auch nicht mit dabei. 55er Topspeed, 20 rückwärts bei einem Leistungsgewicht von 19,44 PS pro Tonne. Gun Depression 7 Grad, aber auch nur vorne und in der Seite. Im Hex ist er mal deutlich weniger. 83 Sichtweite, 1100 Hitpoints. Und vor allen Dingen auch der 6er, aber auch der 7er sind nicht mega weich. Da kann hin und wieder, gerade in so einer Top-Tier-Runde, schon mal was abprallen oder nicht durchgehen. Aber prinzipiell bleibt es natürlich ein Medium. Was wir hier noch nicht haben, ist diese Ladeautomatik, die wir dann vom 8er entsprechend dann kennen. Der 7er hat das noch nicht. So, hallo, 40 TP. Da können wir zweimal schön Schaden machen. Wir sind schon bei 1700 Damage. Also die Position da am Anfang, die hat sich auf jeden Fall gelohnt für ihn. Er hat jetzt hier zweimal die APCR, glaube ich, in 40 TP gedrückt. Hat er jetzt wieder umgeladen. Er hat also noch keine Intuition drauf. So, ja, an den kommen wir nicht. Oh, rechts. Rechts. IS. IS. Uiuiui. Das hätte jetzt aber auch, der UI hat keinen Damage bekommen. Das war jetzt ein bisschen glücklich, denn so ein IS tut schon weh, muss man sagen. Den will man auf die Distanz nicht unbedingt finden, denn da kann der schon mal treffen. Und dann kann der auch gegen so einen Medium wie dich auch durchaus Damage machen. Hier leider nur die Kette angekratzt. Und das Problem ist ja nicht nur der Damage an für sich. Das Problem ist, dass der IS einfach sehr, sehr viel Damage macht für seine Tierstufe. Und von daher will man den, wie gesagt, auf die Distanz irgendwie nicht haben. Jedenfalls nicht als Medium. Und der fängt da jetzt höchstwahrscheinlich gleich wieder an mit Sidescrapen. Und da geht wieder bloß die Kette raus. Der UI trifft dann nicht oder macht keinen Damage. Ich glaube, er hat nicht getroffen. Eventuell in die Kommandantenkuppel. Na, er ist wieder zurückgefahren. Schade. So, liebster IS. Gönnst du uns ja nochmal die Lebenspunkte? Das wäre irgendwie geil. Leider nicht. Okay, Zeit hier irgendwie den Positionswechsel zu spielen und vielleicht zu gucken, dass man da oben helfen kann. Wobei da jetzt einer gerade rausgegangen ist und der M4A1 sieht da nicht wirklich gut aus. Der CS44 könnte da jetzt gegen den P43 spielen. Das Wichtige ist dabei, dass der jetzt abgelenkt ist, denn so wie es aussieht, will Otis hier den Flankier-Move machen. Na? Auf den IS? Jawohl. Hallo. Guten Tag.
Einziehen. Oh Gott, dieses Gun-Handling. Es ist, okay, der ist raus. Perfekt. Es gibt auch nochmal Spot auf den IS. Sehr gut. Na, der IS interessiert sich gar nicht für dich. Mutig rein da. Come on. Jetzt guck, da, jetzt hat er geschossen. Und jetzt in den Turm. Schade. Ja gut, es ist halt ein Heavy, ne? Was will man machen? Und wie gesagt, von denen treffen lassen will man sich ja nicht. Der UI ist da jetzt... Ja, das war Heat von der Su. Kommt man an die ran? Ja. Jetzt ist er wieder weg. Durch... Mit APCR durch den Turm des IS. Nice. Er bounced. Das ist das Problem vom IS. Und ich habe ja gesagt, an dem kleinen Kerl hier kann durchaus mal was abprallen. Denn die Durchschlagswerte vom IS sind jetzt nicht die allerbesten. Und von daher, ja, Glück gehabt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der IS für den nächsten Schuss schon die APCR vorgewählt hat. Schauen wir mal. Du brauchst auf jeden Fall noch zwei Schuss für den. Oh, wenn ich das Gun-Handling sehe, kriege ich die Krise. Das sieht auch vom Replay her ein bisschen komisch aus und ein bisschen nachgezogen. Aber insgesamt, ah, dieses Gun-Handling. So, Su in die Seite. Junge, Junge, das Gun-Handling. Habe ich schon gesagt, das Gun-Handling? Ich glaube, der Titel wird das Gun-Handling. So, Kette. Leider nein. Man sieht hier auf jeden Fall, dass Otis versucht, sehr, sehr gut über die Gun-Depression zu spielen. Was bei 7 Grad so an manchen Stellen natürlich geht. An manchen Stellen dann wieder nicht. Es steht 8 zu 11. Insgesamt auch Lebenspunkte technisch Rückstand. Das sieht hier alles nicht so mega proper aus. Irgendwo ist noch ein T1, der nicht mehr allzu viele Lebenspunkte hat. Hat sich hier im Süden jemand durchgesneakt? Nein. Wir sind bei 2400 Schadenspunkte und Otis hat noch... Shit. Hat noch volle Lebenspunkte. Da ist das Stuck. Das macht auch Damage und vor allen Dingen zieht das Moonlager. Das ist natürlich scheiße. Das Stuck, oh, sehr gut. Der CS44 nimmt den IS raus. Das Stuck ist eigentlich blind, aber vom Mut. Oh, oh nein. Oh, oh nein. Au. Glück im Unglück. Da kommt die Su, da ist das Stuck wieder. Es hat die Position gewechselt, um einen besseren Winkel zu kriegen. Da ist der T1. Hallo, wo bist du denn? Ach da. Ich glaube, der ist AFK. So, jetzt nochmal nachladen in der Hoffnung. Oh, die Su ist da hinten, okay. Guten Tag und tschüss. Nein. Da hättest du vielleicht eine Zehntelsekunde entspannter zielen sollen. So, jetzt ist er raus. Und jetzt ist es ein bisschen... Oh, hallo Stuck. Unterwanne. Jawohl. Na, nicht ganz. Aber das Stuck ist im Grunde ein Two-Shot. Das ist schon herb als Fünfer. Die spannende Frage ist natürlich... Oh, schade. Da ist der T34. Also das ist mit dem Gun-Handling und das Aiming insgesamt. Also, oh, ich wäre hier schon wieder ausgeflippt. So, das Stuck ist raus. Sehr gut. Jetzt ist es der T34. Oh, oh. Hinter dir. Da geht der T34 raus. Nicht zurück! Nicht zurück! Nicht zurück! Das war's für uns. Raus hier. Ja. Ich glaube, da hattest du die Minimap nicht so ganz im Blick. Aber was soll's? Es steht 14 zu 12. Der CS44 kommt noch in den Cap. Irgendwo ist noch ein Type 58. Der war das letzte Mal auf A0 gespottet. Vielleicht ist er AFK. Wir wissen es nicht. 3300 Schadenspunkte, 4 Kills. Ja, vorwärts wäre besser gewesen als der Rückwärtsgang, aber klar, hinterher ist man immer schlauer. Ich mache mal doppelte Geschwindigkeit. Die Kollegen cappen das hier durch. Am Ende die Kills auf den T34 und auf das Stuck waren extrem wichtig. Und es, man muss fairerweise aber auch sagen, dadurch, dass der T1 hier AFK war, hat das im Grunde so ein bisschen den Ausschlag dazu gegeben, dass die Runde am Ende gewonnen wurde.
Eine schön gespielte Runde mit dem Spotting am Anfang, dem IS gut ausgespielt und dem Cap-Finish hier am Ende. Es gibt das Panzerass für Otis im P43-Ter, dem italienischen Tier 7. Medium Großkaliber gibt es auch noch. 3.364 Schadenspunkte, 4 Kills, 1.380 Basis-Erfahrungspunkte sind es insgesamt. 331 Support. Ich hätte gedacht, das war ein bisschen mehr, aber da hat anscheinend nur einmal jemand oder zwei Schüsse auf den IS abgegeben. 390 gebounced. Ja, es war hier und da eine APCR mit dabei, aber ich finde, die war trotzdem, die waren zur richtigen Zeit investiert. Nichtsdestotrotz sind es dann mit Premium-Account trotzdem 858 Credits miese. Es ist kein Premium. Das merkt man dann relativ schnell, auch wenn man, ich sag mal, einen soliden Einsatz der Premium-Munition hat. Sind es dann halt trotzdem relativ schnell Minus-Credits. Tagessieg 4140 Erfahrungspunkte. Wir bleiben im Medium-Bereich, aber gehen eine Tierstufe nach oben. Wir sehen Panzerjörg im T44 und er hat mir selbst in seiner E-Mail geschrieben, er ist aktuell nicht ganz auf der Höhe. Deswegen sind wohl hier ein paar Fahrwege dabei, die ein bisschen komisch wirken. Aber da sollen wir einfach mal ein bisschen drüber hinwegsehen, denn insgesamt in der Auswertung sieht die Runde richtig gut aus. T44, sowjetischer, russischer Medium-Panzer Tech Tree auf Tier 8. Von dem gibt es ja auch eine Premium-Variante, den T44-100, aber die sind im Grunde ziemlich identisch. Er hat eine 100mm, man kann ihn auch mit einer 122er spielen, aber wir sehen schon, er hat hier die 100mm drauf. Und wir sehen auch, er hat direkt die APCR vorgeladen. Er ist hier in einem 8er Only. Das kann man aber ehrlicherweise nicht so ganz verübeln, denn die Standard-Pen auf dem T44, auf der 100mm, die liegt bei gerade mal 190mm. Das ist eigentlich ein Niveau für einen Panzer mit angepasstem Matchmaking unten an. Nein, der T44 hat kein angepasstes Matchmaking, auch der Premium T44 nicht. Das Teil sieht 10er und deswegen ist das schon ziemlich, ziemlich herb. 190 Pen, wie gesagt, auf der Standard-AP, Premium-APCR mit 247 Pen. Also, sagen wir mal, das ist schon ein gewisser Nachteil, was der T44 mitbringt. Dafür 0,35 die Genauigkeit, das ist recht brauchbar, 2,1 Sekunden Einzielzeit und das Gun-Handling auf dem T44, das ist ziemlich, ziemlich gut. Das wurde vor ein paar Jahren mal gebufft und darüber kann man sich eigentlich nicht so wirklich beschweren. 51er Topspeed, 23 rückwärts, 23 ist ganz nett, 22,38 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Er hat 7 Grad Gun Depression, die hat er auch außer im Heck rundherum, also ähnlich wie bei dem Italiener, den wir gerade in der ersten Runde gesehen haben. Der Turm vom T44 kann was bouncen, gerade auch, weil er nur neben der Kanone, die Kanonenblende oder so, die ist nicht wirklich von der Fläche sehr groß und an der Seite kann dann schon mal gut was abprallen. So, hallo, Panzerkampfwagen, sehr gut, der 07, der geht da mal auch instant raus. Also ja, T44 kann schon mal was bouncen, das ist so ein bisschen ähnlich wie beim 7er, vielleicht sogar noch ein bisschen besser die Panzerung für seine Tierstufe gesehen. Das hängt dann schon mal so ein bisschen vom Matchmaking ab, gegen 10er. Gegen 10er ist das jetzt natürlich nicht unbedingt die Panzerung, auf die man sich verlassen sollte. Die Wanne lebt ein bisschen von der Winkelung, aber die ist nicht ganz so gut wie der Turm. Wir haben 1300 Hitpoints und ja, 380 mehr Sichtweite hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Irgendwelche Optiken hat er hier auf jeden Fall nicht verbaut, denn ihr seht es schon, die Sichtweite lässt ein bisschen zu wünschen übrig. So, der Prosciutto schießt da von da drüben irgendwie zurück. Ich bin mir nicht sicher, aber war ja jetzt gespottet. Da habe ich jetzt im ganzen Geschwafel gar nicht so drauf geachtet. Aber jetzt hat er ein bisschen Platz hier. Der Prosciutto fährt weg und überlässt ihm hier quasi die Position. Wobei Panzerjörg jetzt auch schon sich hier ein bisschen verlegen will. Das Problem ist, dass auf der 890-Linie und beziehungsweise auch dort, wo er war, sein Team nicht so wirklich vertreten war. Und wenn man jetzt schon mal so auf die Minimap schaut, sieht das Ganze tatsächlich auch gar nicht mal so gut aus. Hier hinten hängen jetzt ein paar TDs, die snipern, ja. Und er macht jetzt einfach bei der ganzen Aktion mit. Wobei gegen die Turtle, naja, selbst mit der Premium-Munition, ich weiß nicht, ob man da irgendwo Schaden machen kann. Selbst der T32,
Der ist jetzt gar nicht treffbar, aber wenn, sieht man da höchstwahrscheinlich schon den Turm und da wird es auch schwierig, den zu durchschlagen. Ah, ich korrigiere mich, man sieht die Wanne. Turtle unter Wanne. Ja, okay. Ich hätte jetzt, also, wie gesagt, man ist hinterher mal schlauer. Ich hätte höchstwahrscheinlich versucht, auf die Wanne vom T32 zu schießen, aber ob das ein besserer, eine höhere Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, da Damage zu machen, keine Ahnung. Jetzt fährt er wieder zurück. Das sind vielleicht die angesprochenen Fahrwege, mit denen er selbst nicht so ganz zufrieden ist. Aber ja, du hast halt gesehen, da ist nicht viel zu holen. Die TDs stehen da und solange da der T32 und die Turtle nicht wirklich was von sich zeigen, ist es einfach schwer, da auch entsprechend Schaden zu machen. Es steht 3:3, von den Hitpoints her hat sich wieder ein bisschen ausgeglichen. Das sah gerade schon ziemlich, naja, mäßig aus, will ich es mal formulieren. Ändert aber nichts daran, dass hier auf der Flanke, ja, es nicht wirklich von Zielen gesegnet ist. So, hallo Gizor mit Gold in den Turm. Ja, 250er Alpha haben wir. Das war also jetzt ein kleiner, aber netter Highroll. Den Nachschuss, ja, den hätte Fahrradkette, hätte man sich sparen können. So, die Turtle macht da das Flankiermanöver, wobei man flankieren in der Turtle, da muss man fast schon ein bisschen lachen. Wir wissen ja alle, wie schnell sie ist, aber sie hat es da geschafft, sich ein bisschen zu verlegen. Da kommt noch ein Hori 2 vorbei. Kriegt er von hier aus eine Outlane? Ah, die Turtle von da? Ja, ja, ja. Oh, schöner Snapshot. Leider nicht belohnt worden hier mit Schaden auf die Turtle. Jetzt weiß die Turtle auf jeden Fall, dass da jemand ist. Und was mir jetzt wirklich gut gefällt... Wo ist sie denn? Ach, da. Dass du hier jetzt in den Nahkampf gehst, beziehungsweise halt sie da weiter unter Druck setzt und sie da auch rausnehmen kannst. 5:4, da ist der Hori, da sind zu viele Häuser im Weg. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht aufgeht und vom T103 da Damage kriegt, denn das tut dann richtig, richtig weh. So, Vorahnung geht hier auf die HE. Okay, finde ich geil. Ja gut, aber wenn du schon ins Heck willst, dann musst du auch richtig warten. Aber da ist auch bloß ein orangener Pennmarker. Ja, funktioniert nicht mit HE. Schade, da ist ein grüner, aber... Da macht's Boom. Alpha mit HE auf der 100mm 330. Und er tut... Haha, wie geil. Ich... Wow. Also die ersten zwei HE-Schuss waren so ein bisschen... okay, was soll das jetzt? Aber... das finde ich jetzt schon ziemlich geil. Das sind die HE alle. Jetzt geht es weiter mit AP, aber ins Heck ist es auch völlig okay. Tschüss. Ja gut, Highroll. Da kommt die Artillerie. Und jetzt ist er leider nicht rausgegangen. Da sind wir wieder an dem Punkt, ne? Wenn der erste HE-Schuss oder der zweite richtig direkt Damage gemacht hätten, dann wäre der Hori 2 jetzt weg gewesen. Aber insgesamt war das jetzt schon gerade richtig frech und richtig geil zu sehen, wie der Hori da einfach mal mit HE in diese Luke da hinten einfach geärgert wird. Und da sind wir mal eben bei 2364 Schadenspunkte, 200 Spotting. Es steht 7:8, jetzt sind die Hitpoints wieder ein Stück weit hinten. Der Chiso oben ist raus, das ist sehr gut. Der Hori wird sich, glaube ich, überlegen, ob er nochmal kommt. Und dementsprechend haben wir jetzt erstmal hier freies Farmfest auf den Pro Shadow. Der wird ihn da auch nicht spotten. Wenn nicht irgendwo anders noch jemand kommt, dann kann man da jetzt ein bisschen Schaden abfarmen. Und der hat noch ein paar Lebenspunkte. Jetzt ist er leider zu. Wir sehen schon, der T103 ist unten rumgefahren. Das Problem ist jetzt, diesen Pro Shadow da aufzumachen. Das wird tricky. Und selbst wenn man jetzt den T103 hier angreift, geht man dabei höchstwahrscheinlich auf und dann kann der Prochetto einen von da drüben farmen. Und da muss man aufpassen, da ist auch noch ein Astron Rex. Der hat zwar auch keine guten Pen-Werte, aber der hat einen Clip und das kann im Zweifelsfall, da war wieder der Hori, der ist jetzt in der Garage, das kann im Zweifelsfall dazu führen, dass man hier, ja, zurück in die Garage geht. Und leider, leider hat es der Prochetto da geschafft, sich zurückzuziehen. Es ist niemand mehr da, der den Prochetto spotten kann. Und wir haben ja schon gesehen, dass Panzerjörg hier selbst auch keine Optiken oder irgendwas drauf hat, um hier seine Sichtweite auf das, also die Aufklärungsreichweite aufs Maximum zu bringen. Aber der T28 ist weit genug vorgefahren, ist da jetzt auf Kette und dementsprechend kann man ihm jetzt hier wunderbar ins Heck farmen. Das ist eine ähnliche Situation wie gerade auf den Pro... Ja, jetzt, da hast du dich jetzt ablenken lassen. Das war jetzt... Ja... Ja, da ist der Astro Rex, aber ich hätte...
Ach, hallo. Ich hätte jetzt erstmal weiter auf den T28 geschossen. Nachladezeit sind wir hier übrigens jetzt bei den angesprochenen 7,5 Sekunden. Und hier haben wir jetzt eine Rate of Fire von 8. Also hat sich genau gedreht zum P43 gerade in der ersten Runde. So, der T103 trifft. Wie gesagt, ich hätte man ruhig erstmal auch blind noch weiter auf den T28 schießen können. Der hat sich nämlich jetzt, wenn ich das richtig sehe, hat er sich gedreht. Oh. Und jetzt gehen langsam die APCR aus. Ja, das ist natürlich jetzt hier volles Risiko. Jetzt haben wir keine Lebenspunkte mehr. Erstmal den Decap. Ja, sehr gut, das war wichtig. Da ist der Pro Shadow. Kriegen wir nochmal Damage auf irgendjemanden? Ja, auf den T28. Den können wir den Kill noch machen. Ja, schöner Kill. Dritter Kill hier. 4700 Schadenspunkte. Aber jetzt haben wir, da hat Panzerjörg leider keine Trading Hitpoints mehr gegen den Pro Shadow. Und ich... Wie ist denn die Arti jetzt aufgegangen? Hä? Moment, habe ich jetzt gerade was verpasst? Okay. Und er ist auch kein One-Shot, wollte ich sagen. War da jetzt noch gerade noch ein eigener Teammate, der die Arti nochmal... Wie ist die... Hä? Wie hat es die Arti jetzt nochmal aufgemacht? Ich habe jetzt irgendwie gerade was verpasst hier, aber... Da war auch gerade mein Fokus nicht drauf. Und da ist sie, da schießt sie. Ja, der Kill auf dem Pochetto läuft. Wir sind bei über 5000 Schadenspunkte. Er schreibt selber Farm dahinter. Ja, das stimmt. So, da ist die Arti. Hängt da hinterm Haus. Kommt der von hier aus ran? Jawohl. Sehr gut. Und ich glaube, sie geht nochmal zu, aber sie... Na? Schieß nochmal nach, komm. Nee, jetzt ist sie vorgefahren. Ich würde jetzt ranfahren. Aber das ist halt immer das klassische Backseat Gaming. Da ist sie. Kill Nummer 5. Nope. Der AMX sichert sich hier den Kill. Und wir bleiben bei locker flockigen 5300 Schadenspunkten. T44 is still a lovely tank, schreibt er hier. Und bekommt nicht nur das Panzerass, sondern auch die zweite Gunmark auf diesem Tier 8 Medium. Hier unten sehen wir noch die Vents, also die Lüftung, den Ansetzer und den Stabi hat er eingebaut. Die Mannschaft hat nur Waffenbrüder und einen zweiten Perk, der bei 70-90% hängt. Und er hat keine Field Mods drauf. Also eine ziemlich solide Ausstattung, aber jetzt nichts Überragendes, was jetzt irgendwie Mannschaft mit 7 Perks oder sowas angeht. Sehr gute Runde, hat mir richtig gut gefallen. Unterstützer, Defender, Großkaliber, Tanker, Sniper bekommt er hier. 1357 Base. Finde ich fast ein bisschen wenig für den Schaden, den er hier macht. 5317 Schadenspunkte, 4 Kills. Vor allem auch noch in den Kombinationen mit den Kills finde ich es echt ein bisschen fies. Und wir sehen halt auch 3000 Schadenspunkte unter 300 Meter. Das finde ich fast ein bisschen gemein. Also eigentlich in meinen Augen rein vom Schaden und von den Kills hat die Runde hier deutlich mehr XP verdient. Als sie hier bekommen hat. Es war sehr viel APCR mit dabei. Das ist das Problem beim T44. Die Standard-Pen ist schwierig. Die Aktion mit der HE gegen den Hori hat mir richtig gut gefallen. Das war sehr, sehr frech. Nichtsdestotrotz mit Premium-Account fast 35.000 Credits miese und 2036 Erfahrungspunkte. Zwei sehr schöne Runden, sehr entspannt gespielt, sehr mit Köpfchen gespielt. Ich hoffe, sie haben euch beide gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr in Zukunft diese Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal hier. Denn dann kriegt ihr auch immer eine entsprechende Info. Vielen Dank schon mal dafür. Wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, schaut gerne mal unten ins erste angepinnte Kommentar. Dort findet ihr alle anderen Optionen. Vor allen Dingen auch ein Follow auf meinem Twitch-Kanal würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Gmonfen, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Baron, Heimdall, Klumpen und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.